Unser kleines Gerät ist eine Mikro-RFA. Eine RFA im Prinzip funktioniert indem nicht mit Elektronen wie beim Rasterelektronenmikroskop oder Mikrosonde, sondern mit Röntgenstrahlen auf die Probe geschossen wird. Was dann in der Probe passiert, ist jedoch wieder mehr oder weniger das gleiche wie auch bei der Mikrosonde oder dem Rasterelektronenmikroskop. Die Röntgenstrahlen schießen ein Elektron aus einer niederen Schale aus dem Atom raus, aus einer höheren Schale fällt ein Elektron runter, da wird Röntgenstrahlung freigesetzt. Also die Röntgenstrahlung erzeugt Röntgenstrahlung aus dem Atom. Diese Röntgenstrahlung, die aus dem Atom kommt, ist charakteristisch für ein bestimmtes Element und das detektieren wir dann. Und in dem Gerät detektieren wir das mit per IDX, also energiedispersiv. Deshalb ist es auch so klein und kompakt. Zusätzlich ist es hier so, dass wir das ortsaufgelöst machen können. Vielleicht so H10er und 100 Mikrometer. Also keine besonders gute Ortsauflösung, in der Mikrosonde liegt die bei 1 Mikrometer. Aber wir haben hier immerhin eine Ortsauflösung und können dann im Schliff ein Elementmap machen oder ähnliches. Bei einer großen RFA, die RFA, die man normalerweise kennt, wird dann ähnlich wie bei den Kristallspektrometern in der Mikrosonde die Röntgenstrahlung, die aus der Probe rauskommt, auch über Kristallspektrometer in den Detektor geleitet und dadurch detektiert. In so einem normalen RFA werden meist Schmelztabletten oder Pulverpresstabletten und sowas eingesetzt, also da macht man Balkanalysen. Also nicht mehr ortsauflöst, gar nichts, sondern man nimmt eine Gesamtprobe, macht eine Schmelztablette, legt die dann in die RFA, beschießt mit Röntgenstrahlung über Kristallspektrometer, wird sie analysiert. Hier kommt tatsächlich eine Probe rein, man analysiert ortsaufgelöst im energiedispersiven Spektrometer. Wie gesagt, Eagle 2, unser kleines Gerät, was wir hier im Elektronenstrahllabor haben.